Viele Worte mussten die Leipziger Handballer des SC DRFK nicht verlieren. Die 37 kassierten Gegentore in eigener Halle sprachen eine deutliche Sprache. 31:37 unterlag die Mannschaft von Trainer Uwe Jung-Andreas am Donnerstagabend gegen die TSG Ludwigshafen-Friesenheim. Auch danach fielen Worte, um das Gesehene zu erklären, schwer. Unsere Chancen und Abwehr, ganz einfach gesagt. Ja. Fehler in allen Mannschaftsteilen brachte Leipzig von Beginn an auf die Verliererstraße. Im Tor ohne den nötigen Biss, in der Abwehr ohne Deckung, im Angriff ohne Fortun. Lukas Binder der Einzige, der annähernd Normalform erreichte. Immerhin 7 Tore warf der Linksaußen. Erklärungsversuche. Ich kann es mir nicht erklären. Also die Einstellung hat nicht gestimmt hinten. Wir haben alles aufs Tor bekommen, alles von 7-8 Meter. Da kann die Tore auch nicht immer was machen. Und 37 Tore sind definitiv zu viel. Trainer Uwe Jung-Andreas hatte immer wieder Gesprächsbedarf, gestikulierte an der Seitenlinie. Fassungslos, enttäuscht über die Leistung, die seine Mannschaft auf dem Feld bot. Auszeit, Halbzeit. Die richtigen Worte von Jung-Andreas. Fehleranalyse. Dass die Einstellung nicht stimmt. Wir haben schon in der ersten Halbzeit 18 Tore bekommen. Das darf nicht sein. Also wir können nicht so viele Gegentore kriegen. Das sind einfach zu viele. So kannst du zu Hause nicht gewinnen. Ein kurzes Aufbäumen nach dem Seitenwechsel. Bis auf ein Tor kamen die Leipziger heran. Hoffnung. 26:27. Den 2217 Zuschauern bot sich dann jedoch das altbekannte Bild. Hinten nicht zupackend, vorne zu zaghaft. Leipzig 5 Tore hinten. Jung-Andreas versuchte aufzuwecken, ließ die zweite Garde spielen, doch die richtigen Mittel fand er nicht. Ich habe in den letzten Wochen immer moniert, dass es uns schwerfällt, eine ordentliche Deckung hinzustellen, ob das in Nordhorn, Emstetten war. Wir haben nie Konstanz reingebracht. Wir haben uns letzte Woche vor dem Hüttenspiel, Bergspiel, nochmal über ein paar Dinge unterhalten. Fakt ist aber eins, das habe ich mal gelernt, Abwehr, und das ist heute immer noch 60% Leidenschaft und Einstellung. 4 Heimspiele, 4 Siege sollten sich am Ende des Monats auf den Tabellenplatz auswirken. Stattdessen Aufholjagd im April gestoppt. Leipzig weiter mittendrin im Abstiegskampf. Der Trainer entsprechend angefressen, fast ohne Worte. Die Journalisten ließ er nach Spielende einfach stehen. Ein leiser Abgang. Erst beim nächsten Training muss er wieder die richtigen Worte finden.